Right after the kickoff the next morning, a critical moment unfolds. The lieutenant persists in maneuvering the truck along the path with the puny stream. But suddenly, the truck sinks into the mire on the right side, getting stuck and perilously close to tipping over. Will the lieutenant manage to extricate the Zetros from this uncomfortable predicament and save the crew? Stay tuned and witness it for yourself. Successfully maneuvering their way out of the mud, Bravo Company can continue their journey towards Reykjavik. The weather holds steady, and the drive continues to impress with breathtaking landscapes that unveil themselves on both sides of the cabin as they pass by. Undeterred by the surroundings, Julian, undeterred, attempts to capture radio programs through timesharing on the well-known long-wave frequency of 189 kHz from the RUV Gufuscaler transmitter, even while driving. Matsch. Und auch bis hierhin steckten wir im Knatsch. Das ist, ich sag mal, naja, so ein knapper Meter. Also ich bin froh, dass wir nicht gekippt sind. So, ein Kessel buntes und der Zetros eignet sich bestens, um hier in der isländischen Sonne und dem isländischen Wind zu tauchen. So. Professioneller Eierbrater hier. Brät nicht nur Eier, sondern hat auch alles aufgezeichnet. Ja, also auf dem Kartografie von der Radioaktivität auf Island. Genau, und das ist die Strecke, die wir gemacht haben? Genau, hier ist die Strecke, wo wir angekommen sind. Hier ist der Flug. Höhenstrahlung ist deutlich messbar. Und seit Island ist gar nichts, 0,01 steht hier oben. Das heißt, wir waren die radioaktivsten Elemente an Bord. Naja, so kann man das nicht sagen, aber... Auf jeden Fall ist es faszinierend. Wird wahrscheinlich die Vulkanerde sein, die Vulkangestein, das die natürlichen Radionuklide abschirmt von uns. In Deutschland zum Beispiel sieht es so aus, dass hier überall mal so etwas hellere Punkte sind und vor allem Werte von 0,6 bis 0,2. 0,06 bis 0,02. Und hier gibt es Gradner 0,01 Mikrosievert die Stunde. Da bin ich so froh, dass ich meinen Sommer frei von Radioaktivität verbringe.